Ja, wir waren dabei stehen geblieben, wie wird aus einem Bitstrom ein entsprechendes Signal? Und das Stichwort war das Thema der Leitungskodierung. Also wie erzeugen wir ein Signal, was wir dann über die Leitung physikalisch übertragen können? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und die einfachste Möglichkeit beispielsweise ist das Return-to-Zero-Verfahren. Genau, man sieht letzten Endes schon auch in dem Schaubild, was da eigentlich passiert. Das heißt, wir haben dort einen Rechteckimpuls, also quasi einen Ausschlag, der letzten Endes nur für eine 1 in unserem Bitstrom gilt. Und wenn wir eben keinen Ausschlag haben, dann ist das gleichbedeutend mit einer 0, also der Rückkehr in den Grundzustand. Wenn wir das mal bewerten wollen, dann haben wir an dieser Stelle einen hohen Gleichstromanteil bei dem Return-to-Zero-Verfahren und wir können keine Taktrückgewinnung aus unserem Signal erzielen. Da gibt es aber auch andere Varianten, wo das dann entsprechend möglich ist. Ja, ein weiter modifiziertes Verfahren, was so ähnlich ist wie das Return to Zero, ist das Non-Return to Zero-Verfahren. Das unterscheidet sich von dem Return to Zero-Verfahren eben dadurch, dass eine Null schon noch durch einen gewissen niedrigen Pegel repräsentiert wird. Das heißt, es ist sehr einfach zu realisieren, dieses Verfahren. Wir haben allerdings auch keine Taktrückgewinnung und wir haben natürlich bei vielen aufeinanderfolgenden Einsen oder Nullen nach wie vor einen sehr hohen Gleichstromanteil. So, und jetzt stellt sich die Frage, wie kriegt man gerade dieses Thema der Taktrückgewinnung und Gleichstromanteile, wie kriegt man das vermieden? Und da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, indem man nämlich dieses Non-Return-to-Zero-Verfahren nimmt und es einfach kombiniert mit einem Taktsignal, das heißt also eine XOR-Verknüpfung herstellt. Und das bedeutet, wir haben also in jedem Signalintervall einen Wechsel, einen Signalwechsel. Und das heißt also, wir haben dort schon mal keinen hohen Gleichstromanteil, sondern wir haben also immer wieder einen Signalwechsel und wir haben auch aus dieser Modulation die Möglichkeit, den Takt wieder zurückzugewinnen, also eine Form der Synchronisation herzustellen. Und eine weitere Besonderheit ist, und das werden wir gleich in dem großen Schaubild nochmal sehen, dass wir letztlich nur noch die Signalwechsel beachten müssen. Das heißt also, wenn ein Signal durch ein Störsignal entsprechend verringert ist oder verzerrt ist oder eben entsprechend modifiziert ist, kommt es nachher nur noch auf den eigentlichen Wechsel an und der ist sehr, sehr einfach zu verarbeiten. Also schauen wir uns das Ganze mal an, hier auf einer einfachen Zeitachse, das sollen unsere Daten sein. Dann wäre also ein Taktsignal entsprechend über diese Daten zu legen. Das Ganze wird dann mit einem Non-Return-to-Zero-Verfahren kombiniert zu einer Manchester-Leitungskodierung. Und wenn wir diese hier nach Thomas, der die mal entwickelt hat, uns ansehen, dann ist es so, dass die fallenden Flanken, und das ist jetzt das Entscheidende, die würden uns eben die 1 repräsentieren und die steigenden Flanken dementsprechend würden uns eine 0 repräsentieren. Und Sie sehen schon, bei der Folge, wo mehrere Einsen hintereinander kommen, habe ich keinen Gleichstromanteil, sondern ich habe dort wieder einen typischen Signalwechsel. Das heißt, alle Einsen werden ja durch fallende Flanken entsprechend repräsentiert. Nun, nach IEEE ist das Ganze invers eben strukturiert worden und definiert worden. Da haben Sie letztlich das Umgekehrte. Eine 1 wird repräsentiert durch eine steigende Flanke und eine 0 durch eine fallende Flanke. Ja, das ist also die Möglichkeit, um auf einem Basisband letztlich synchron zu übertragen. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt in einem Medium mehrere Kanäle nutzen werden möchte, also wir werden das im Abschnitt 3 noch sehen, das Thema Multiplexing. Wie kann ich dann eigentlich vorgehen? Wie kann ich eigentlich mehrere Informationen auf einen demselben Kanal übertragen?